dann hoffe ich mal, dass der Ton jetzt kommt auf Facebook. Entschuldigt bitte, liebe Zuschauer auf Facebook, wir haben hier gerade ich habe gerade eine Info bekommen, dass der Ton auf Facebook nicht durchkommt. Ich hoffe, jetzt kommt der Ton durch. Heißt an dieser Stelle Stummfilm. Ich hoffe, Holger, danke für die Info. Jetzt sollte der Stummfilm weg sein. Ich spule noch mal ganz kurz zurück. Wir gehen noch mal kurz auf das WTI an dieser Stelle ein. Das heißt, ich hatte gerade gesagt, wenn wir uns das große Bild mal anschauen, aus dem Tag heraus. Ich gehe noch mal kurz auf den Tageschart hier für all diejenigen, die das Ganze auf Facebook mit begleiten. Hier, schaut euch mal das Bild im WTI an. Im großen Rahmen haben wir hier einen Markt, der in den letzten Wochen immer unten abgeprallt ist, um die Marke von $50.70. Und dann hatten wir hier, ich zoome es mal ganz kurz etwas näher ran, dass wir hier an dieser Stelle auch sehen können, was der Markt gemacht hat. Im Tageschart, im größeren Bereich sehen wir es hier. Schaut, was mir hier wichtig ist, wo ich sehe, dass momentan eher steigende Kurse über dieses Hoch hier drüben, also über diese abfallende Dreieckslinie möglich sind, ist einfach die Tatsache, dass wir hier seit einigen Wochen ansteigende Tiefs und ansteigende Hochs haben. Das heißt, wir sehen genau, der Markt, der trendet schön nach oben mit. Und das ist jetzt interessant an dieser Stelle. Wir stehen jetzt hier zum einen natürlich kurz vor diesem oberen Level dieser Linie hier, dieser blau markierten Linie. Aber interessant ist es, und da wechsle ich jetzt noch einmal kurz in den Stundenchart hinein, hier im Stundenchart. Schaut euch mal an, was hier passiert ist. Da sehen wir sehr, sehr schön den gut aufwärts trendenden Markt. Da muss ich jetzt mal klein machen. Also das ist die gesamte Aufwärtstrendphase. Und was wir hier momentan haben, wo wir kurz davor stehen, eine Entscheidung zu finden, ist einfach die Situation hier. Der letzte Trend, den es hier nach oben geschoben hat, der hat hier unten sein Korrekturtief gehabt und da hat wieder mal die Marke von $58 eine wichtige Rolle gespielt. Diesmal sind wir allerdings drüber geblieben. Und wer das Ganze im Kleinen sich anschaut, das sehen wir halt. Wir konsolidieren hier nach dem ersten Schub momentan etwas auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wenn sich das Ganze nach oben auslädt und wir dann hier über diesen Bereich drüber laufen, also über das Hoch dieser Kerze, dann haben wir gute Chancen, weiter hochzugehen und das alte Hoch hier oben, was hier das aktuelle Zwischenhoch gewesen ist bei 59,77, das zu überwinden. Wenn wir das schaffen, dann haben wir den Platz nach oben, dann können wir uns schön weiter sozusagen im Tageschart mit orientieren. Aber, und das ist auch das Schöne, wir kriegen auch relativ schnell eine Entscheidung, wenn es tatsächlich einen Abprall gibt. Das heißt, Abprall bedeutet, wir laufen nicht hier oben drüber, wir testen es vielleicht an und dann dreht der Markt wieder nach unten. Und das wäre dann übrigens sehr, sehr interessant für die Intraday-Trader, die das Ganze im kurzfristigen Bereich sozusagen traden wollen. Das wäre dann das klassische Szenario, wir prallen am Vortageshoch ab. Und zack, geht es nach unten und damit ist das Thema durch. Wobei das hier nicht das Vortageshoch ist, sondern das ist das Hoch des Außenstabes. Das wäre dann hier die Situation trotzdem gleich. Das haben wir gesehen in den kleinen Zeiteinheiten den Schub nach unten. Und dann finden wir relativ flott auch wieder, denke ich mal, die Orientierung an der Marke von $58 beziehungsweise im kleinen Bereich hier. Diese Tiefs, die wir hier unten haben, ich zeichne die mal ganz kurz ein hier, also im Kleinen wirklich. Das wäre dann dieses Level hier beziehungsweise das Level, was wir hier unten haben, das wäre ein Anlauflevel, die wir im kurzfristigen Bereich durchaus anlaufen könnten, wenn es zum Abprall nach unten hinkommt. Das wird der Markt zeigen. Es liegt auf alle Fälle Fokus drauf und aus diesem Grund hier für die Handelsidee doch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das zum WTI aus dem Tag in die Stunde und für die kleineren Zeiteinheiten. Dann gehen wir zu den Währungen. Ich gehe erstmal zu einer etwas kleineren Währung und zwar hier im US-Dollar, Singapur-Dollar. Sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert ist. Ich habe es auch gesehen bzw. geschrieben im aktuellen Blog-Eintrag. Wir sehen es hier im Chart an sich. Wir sind verortet innerhalb eines Abwärtstrends in einer ganz schön ordentlichen Bewegung nach unten. Wir sehen es hier. 10 Handelstage, also seit 10 Handelstagen fallen die Kurse Stück für Stück nach unten rein. Wir haben es gesehen, der Kurs hat mittlerweile hier das Tief dieses Trends rausgenommen, das hatten wir bei 1,35574, wir sind durch, das heißt, dieser Trend hat sich inzwischen fortgesetzt. Ich habe nur die rote Linie hier nicht drüber gezogen, weil wir halt diese Kerzen mitsehen wollen, das ist mir hier in dem Falle wichtiger. Und wenn wir uns, bevor wir die kleineren Zeiteinheiten jetzt anschauen, mal das größere Bild noch anschauen, dann sehen wir, welches Potenzial der Markt aktuell hat. Potenzial Nummer 1, wir sehen es, wir sind jetzt schon im Rückschwung. Das heißt, wir kriegen jetzt schon einen Rückschnapper, weil wir sind hier unten in einer interessanten Unterstützung gelandet. Hier drüben die Marke von knapp 1,351, da haben wir es so hier drüben aufgestoßen, hochgegangen, hier aufgestoßen, hochgelaufen.
Das Ganze ist also ein Bereich, der immer wieder Käufer gefunden hat und wir sehen es auch, der Markt will aktuell höher. Und das ist jetzt das Schöne, sehen wir die Kurse weiter steigen, wird es spannend hier im Bereich Tagesschluss gestern, Tageseröffnungskurs heute, die Marke von knapp 1,354. Gibt es einen Abprall, orientieren wir uns wieder unten, gibt es aber einen Bruch, dann trenden wir hoch und dann ist wieder interessant, Ausbruchslevel hier im Tagesschart um die 1,35574 beziehungsweise dann die höheren Marken. Bricht es unten drunter durch und das Tief des Tages, haben wir den Fortlauf und die nächste Orientierung hätten wir dann erst hier unten in diesem Supportbereich um die Marke von 1,345. Das ist der Bereich, den wir hier im Tageschart sozusagen ausmachen können. Das dann allerdings nicht für den kurzfristigen Trader geeignet, sondern eher für den Swing Trader. Und für den Kurzfrist-Trade schauen wir uns mal rein, wie wir uns hier einen Abprall, einen vernünftigen Abprall vorstellen könnten. Und das ist etwas, das hier so ein klein wenig im Gang ist. Wir sehen es hier unten im Stundenchart. Da zoome ich mal kurz etwas näher ran. Hier, das war der letzte deutliche Abwärtsschub. Und dann, wenn man sich das Ganze noch in der kleineren Zeiteinheit anschaut, das machen wir auch gleich, gab es hier nochmal so einen kleinen Buckel sozusagen, nochmal einen kurzen Rückschnapper, dann nochmal ein neues Tief gemacht und jetzt trennten die kleinen Zeiteinheiten schon hoch. Und das ist jetzt interessant, da könnten wir das Ganze mal sehen bis zum Tageshoch, also Tagestief von gestern, knapp Tageshoch von heute, was hier in den kleinsten Zeiteinheiten passiert, welches Potenzial noch da ist, das Ganze hier nach oben zu treten, beziehungsweise wenn die Stunde auch dann weiter hochläuft, haben wir das Potenzial und wir sehen es auch hier, wo es reinläuft. Erster Anlaufbereich ist auf alle Fälle mal hier dieser Bereich, als sich der Schub nach unten hier fortgesetzt hat, das wäre der von mir avisierte Widerstandsbereich, beziehungsweise der ist jetzt hier noch grün, weil es halt ein Support gewesen ist, da sind wir drunter gelaufen. Und wenn wir da tatsächlich drüber laufen sollten, dann haben wir hier, je nachdem, wie weit die korrektive Ausdehnung geht, ein paar interessante Marken liegen hier beispielsweise das Korrekturhoch um 1,35768. Dann haben wir hier einen schönen Schwungbereich, an dem der Markt sich öfter aufgehalten hat. Hier knapp die Marke von 1,36 und dann kann das Ganze, wie schon gesagt, nach oben noch fortgeführt werden. Da müssen wir aber erstmal schauen, ob wir tatsächlich eine ausgedehnte Erholung hier im US-Dollar, Singapur-Dollar sehen. Und dann kann man diese Marken sehr, sehr schön nach oben mitgehen. Und jetzt habe ich ja versprochen, wir gucken uns nochmal hier unten diesen kleinen Bogen an dieser Stelle an. Heißt hier diesen kleinen hier, was ich gesehen habe in der Stunde. Und das schauen wir uns jetzt mal eben in den 5 Minuten an, weil das ist interessant, den Trend dort mal zu beobachten. Schaut, das ist der letzte Schub, den wir schön in der Stunde nach unten gesehen haben. Und das ist das, was die 5 Minuten hier gemacht haben. Das ist dieser Buckel hier nochmal, eine Korrektur und dann ein neues Trendtief. Und jetzt sehen wir die kleinen, die 5 Minuten, die trenden hier so schön nach oben. Und wie schon gesagt, dieser Trend, wenn der sich fortsetzen sollte, also jetzt mal einfach so, dass wir in der Stunde keinen sichtbaren Rücksetzer sehen, dann wäre das eine Situation, wo wir definitiv hier den Trend der 5 Minuten weiter nach oben begleiten können. Wir sind ja gerade hier auf relativ hohem Niveau, wo wir verharren, sollte das so bleiben, wie schon gesagt, und sich der Markt kurzfristig nach oben fortsetzen, dann wird es interessant am Tageshoch, ob wir dort einen Abprall oder tatsächlich Stärke sehen. Und das kann man dann gut zum Trading benutzen. Und da ist die Stunde dann halt der Richtungsgeber. Wenn die Stunde nach oben läuft, dann trenden wir einfach oder dann traden wir einfach die 5 Minuten in Richtung der Stunde. Wissen, dass es eine Korrektur des Tages ist. Das heißt, das hat immer auch Auswirkungen auf das Risiko- und Money-Management. Und dann hier an dieser Stelle das Ganze weiter nach vorne zu bringen. US-Dollar, Singapur-Dollar. Wir bleiben bei den Währungen und zwar gehen wir jetzt hier auf das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Das Ganze erste Mal auch gesehen im Tagesschart im großen Bild und zwar ist das hier diese große dicke Linie, die ich eingezeichnet habe. Das ist der Trend, den wir momentan haben im US-Dollar, Schweizer Franken. Für diejenigen, die sich das visuell noch nicht vorstellen können, ich gehe mal eben kurz in den Tagesschart hinein, zoome das mal näher ran. Also das ist hier mal der Chartverlauf auf Tagesbasis. Ich habe heute in den Handelsideen mal mit Absicht die Stunde gepostet, weil die Handelsidee sich daraus gut erklären lässt. Aber nichtsdestotrotz, gewisse Marker aus dem Tag spielen hier trotzdem eine Rolle für die Grundanalyse. Das heißt, was wir gesehen haben in der Vergangenheit, wir hatten ja diese Trading Range hier oben, der Deckel war oben drauf, unten hat man einen Support gehabt um die Marke von, was haben wir, 0,983, hier knapp das Level. Und wir sehen es, der Markt ist nach dem Aufwärtstrend hier runtergelaufen und hat dann einen Abwärtstrend gebildet. Und den sehen wir jetzt in seiner korrektiven Phase. Korrektive Phase
Sache deswegen, weil wir hier den Gegenlauf haben. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil die Stunde trendet mittlerweile oder ist mittlerweile über dieses letzte hier. Wenn wir uns mal diesen Schub nach unten hier anschauen, er schwingt ja schön runter. Die wichtigen Marken sind halt wirklich diese Bereiche, diese leichten Hochs, die wir hier haben. Und hier sehen wir es. Hier sind wir über das letzte Trendhoch drüber gelaufen, sehr, sehr stark drüber gelaufen hier, mit einer schönen, starken Kerze, schön dynamisch nach oben gegangen. Dann kam es jetzt zur Korrektur und jetzt ist es wirklich interessant, sollte sich hier untergeordnet ein Aufwärtstrend bilden, das heißt hier, wo wir unten gestartet sind, nach oben, wir haben ja noch keinen Trend auf der Stunde, aber die Signallage haben wir auf alle Fälle da, dass es aufwärts gehen könnte. Und dazu brauchen wir natürlich die Bestätigung nach oben. Heißt, wir laufen hier oben drüber, was haben wir dann im Chart? Wir haben kein tieferes Tief, aber wir haben höhere Hochs. Das heißt, wir haben in der Stunde einen Aufwärtstrend, der dann durchaus das Potenzial hat, deutlich nach oben reinzugehen. Kurzfristige Anlaufmarker, wie schon gesagt, sind hier ein paar Level aus der Stunde. Im kleinen Bereich hier, wie schon gesagt, die 0,98, was haben wir da? 8,25 und hier oben die 0,99,1. Und hier natürlich im Sinne des Aufwärtstrends am Tag ist das aktuelle Trend hoch bei 0,99,176. Lichters, das sind natürlich Marker, die wir durchaus kurz aus der Stunde begleiten können. Aber, und das ist auch wichtig zu beachten für diejenigen, die sich sagen, okay, ich brauche ja im Trading immer zwei Strategien, gerade im kurzfristigen Trading. Ja? Wer hier schon öfter zuguckt, ich bin eher ein Freund davon, mit dem Trend zu traden. Das heißt, an dieser Stelle hier habe ich jetzt noch gar keinen Trend, aber sollten wir hier oben abprallen und nach unten laufen, wäre das für mich das erste Indiz, dass der Markt doch keine Lust hat, tiefer in die Korrektur zu laufen, sondern wieder rumzudrehen. Und das ist dann die Situation, wo ich sage, jetzt wird es mal interessant, in den kleineren Zeiteinheiten zu schauen, wie es hier nach unten geht. Und wenn wir tatsächlich hier oben abprallen, dann haben wir halt Chancen, erstmal wieder ein Stück weit nach unten zu laufen. Und das ist im Kurzfristbereich durchaus eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Wie schon gesagt, da sind wir noch nicht. Wir sehen auch die kleineren Zeiteinheiten nach oben trenden. Also wenn wir uns hier beispielsweise mal die 5 Minuten anschauen, dann haben wir hier tatsächlich die Situation, wenn wir den 5-Minuten-Chart gleich sehen, genau hier sehen wir es, er trendet leicht nach oben. Das Ganze hier mal zu sehen, ich zeichne es mal ein, muss ich nur eine andere Farbe wählen, wobei das in Blau, glaube ich, auch gut ersichtlich ist. Hier, wir hatten hier den ersten Schub nach oben, wir hatten hier die Korrektur unten rein und jetzt sind wir hier schon mal leicht oben drüber gelaufen. Das heißt, wir sehen es, der Markt geht hier in 5 Minuten schon nach oben. Und wenn sich das Ganze dann nachhaltig fortsetzt, dann natürlich den Weg nach oben zu finden und dann hier nach oben rauszugehen und dann, wie schon gesagt, die Korrektur entsprechend auszuweiten. Da sehen wir halt, wenn die 5 Minuten dann schön nach oben trenden, dann laufen die 5 Minuten in die Vorrichtung der Stunde auch und dann haben wir halt den Weg nach oben. Und wenn es hier oben abprallt, dann haben wir die Abprallstrategie da. Ansonsten kommt nämlich Stärke rein, die Stunde wird bestätigt in der Umkehr und dann haben wir die Chance, die Korrektur ein Stück weit nach oben mit begleiten zu können. Das ist das, was uns US-Dollar, Schweizer Franken gerade bescheren soll. Und bevor wir jetzt auf weitere Charts auch eingehen, wie schon gesagt, Fragen gerne. Also wer eine Frage hat, schickt die Fragen rein hier auf Facebook. Fragen sehe ich jetzt momentan noch keine. Guck, lass mich mal kurz reinschauen, nicht, dass ich was übersehe. Falls ich was übersehen habe, bitte einfach nochmal kurz reinposten. Aber aktuell sieht so aus, als wenn keine Fragen da sind. Das heißt, wir gehen gleich zurück in die Charts, aber bevor wir das tun, möchte ich gerne noch das Thema der Nachrichten fertig machen. Das heißt, wir gucken jetzt mal zurück, was wichtige Nachrichten dieser Woche gewesen sind. Die Main News sozusagen, das ist das Thema der europäischen und der amerikanischen Zentralbank, das Thema der Wahl in den USA, beziehungsweise auch das Thema, wir sehen es hier drauf, die ZEB, die sind natürlich durch, auch wie andere Nachrichten diese Woche, aber wir starten einfach mal am Montag, da haben wir gute Nachrichten bekommen aus Japan, da ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen, erwartet war eine Zahl von einem Zuwachs von 0,2, wir hatten hier allerdings 0,4, das ist sehr, sehr positiv gewesen. Am Dienstag wichtige Nachrichten aus Deutschland, wichtige Wirtschaftsnachrichten und zwar das Thema der Konjunkturerwartungen. Wir hatten ja in Deutschland gerade durch das produzierende Gewerbe in den letzten Wochen häufig oder in den letzten Monaten keine schönen Ergebnisse bei den Erwartungen. Die Firmenlenker haben eher negative Dinge erwartet. Aber diesen Monat haben wir eine schöne Überraschung bekommen. Und zwar, wir sehen es hier, es war in der letzten Meldung war es ein minus 2,1. Die Analysten haben einen Zuwachs von oder eine Zahl von 1,1 erwartet.
Und die aktuellen Konjunkturerwartungen haben wir hier bei 10,7. Und das ist sehr, sehr positiv, weil die Börse handelt ja auch immer die Zukunft. Und wenn hier die Firmenlenker auch wieder positiver in die Zukunft reinschauen, dann ist das immer schon interessant zu sehen, was hier der Markt entsprechend draus macht und wie sich der Markt darauf einstellt mit den steigenden Kursen. Das ist schon immer schön und interessant zu sehen. Am Mittwoch aus den USA, da haben wir dann bekommen die Verbraucherpreise. Hier sehen wir das Ganze, hier mal die Kernrate im November. Da bleibt momentan alles stabil. Das ist auch das, was die FED in der Pressekonferenz gesagt haben. Das Thema der Rohöllagerbestände, hier gab es eine kleine Überraschung. Beim Thema Öl ist übrigens auch die OPEC gerade in den Verhandlungen, wo es wuschel ausschaut, beziehungsweise wo wir vor weiteren Förderkürzungen stehen, einfach um den Ölpreis stabil zu halten. Das sind die Nachrichten hier und wir sehen ja, der Ölmarkt reagiert momentan zumindest mit steigenden Kursen darauf. Wir hatten den Zinsentscheid der FED, da gehen wir nachher noch drauf ein. Und dann am Donnerstag natürlich hatten wir hier den Zinsentscheid der EZB. Die wichtigsten Sachen, wir hatten die Erzeugerpreise aus dem Monat November, auch hier das Ganze 0%, also es gab keine Veränderung. Das heißt, der Inflationsdruck ist nicht zu groß in den USA. Das hat auch ein bisschen Einfluss dann natürlich auf die Zinsentscheidung der FED in den USA. Und das ist das, was wir gestern entsprechend auch erfahren haben. Die Nachrichten für heute, die haben wir ja da. Und jetzt gucken wir, bleibt die Nachrichten, bleiben wir gleich noch. Wir schauen mal, was wir nächste Woche noch erwarten können. Wir sehen ja uns kurz vor Weihnachten. Das heißt, das Jahr geht auch so langsam, aber sicher zu Ende. Doch, es gibt noch ein paar interessante Meldungen, die wir nächste Woche sehen werden. Wir starten hier am Montag. Da bekommen wir aus China die Industrieproduktion. Aus Deutschland bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Weiter geht's. Am Dienstag geht es weiter in den USA mit dem Thema Baugenehmigung und dann bekommen wir noch die JOLTS-Stellenangebote, einen Einblick also in den US-Jobmarkt mal wieder. Am Mittwoch gibt es dann den UFO-IFO-Geschäftsklimaindex. UFO haben wir hier keine, glücklicherweise. Wir kriegen aus der EU, kriegen wir den Verbraucherpreisindex, auch sehr, sehr wichtig. Die Lagerbestände im Öl natürlich mittwochs immer wieder und das BIP aus für den einen oder anderen, den das interessiert. Wir haben ja immer mal die neuseeländischen Währungen, wir bekommen hier aus Neuseeland das Bruttoinlandsprodukt. Aus Japan dann am Donnerstag die Pressekonferenz der Bank of Japan, auch etwas, was deutlichen Einfluss auf die Währung nehmen kann, beziehungsweise auch auf den Nikkei. 14.30 Uhr gibt es dann den Filifed-Herstellungsindex aus den USA und noch die neuesten Informationen zu den Verkäufen bestehender Häuser. Und am Freitag dann wichtigerweise das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Und dann haben wir noch die Bank of China, wo wir hier die Loan Prime Rate bekommen. Also auch das Nachrichten, die den Markt doch mit Sicherheit interessieren werden nächste Woche. Also eine ganze Menge auf der Nachrichtenseite wieder auf der Uhr, was durchaus Einfluss auf die Währung und die Märkte haben können. Das wissen wir ja auch schon und das ist doch schön, weil da bekommen wir Bewegung in den Markt und das ist ja das, was wir im Trading definitiv auch brauchen. Und damit gehen wir zurück in die Charts und wir sprechen jetzt hier an dieser Stelle einfach mal über ein paar wichtige Sachen, die ich persönlich hier noch auf der Uhr habe. Die großen Indizes sprechen wir in Ruhe durch, aber vorher gehen wir einfach nochmal auf das Thema britischer Pfund ein. Also wenn wir uns das, ich hatte vorhin mit der Elena beispielsweise auch darüber gesprochen, schaut euch das mal an, das ist historisch, das sehen wir nicht allzu oft, dass ein Markt, das was wir hier jetzt sehen, ist der Stundenchart beispielsweise im britischen Pfund, Schweizer Franken. Keine Sorge, wir gehen nachher gleich auch noch auf das Cable ein, aber ich habe jetzt zufälligerweise gerade diesen Chart vorhin offen gehabt. Guckt euch mal an, was wir hier haben. Wir haben ein Gap im laufenden Handel, hier gerissen von fast 2 Cent. Wo standen wir unten bei 29,7 auf, wo war das Gap oben auf 31,5. Das ist doch irre, das sieht man wirklich nicht jeden Tag und hier sieht man, da ist momentan richtig, richtig Action drauf an dieser Stelle. Wir sehen es, der Markt ist volatil und das ist das, was für die kurzfristigen Trader immer wieder interessant ist. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise hier mal das Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken auch anschauen, es ist jetzt echt megamäßig interessant, was hier unten am Tief passiert, weil das war ja sozusagen der erste Kurs, der nach diesem Gap entstanden ist. Und wenn das abverkauft wird, dann Halleluja, dann haben wir gute Chancen, dass wir hier vom Markt in Richtung Gap Close auch erstmal laufen. Da ist eine Menge Power im Markt drinnen, weil das hat schon was zu bedeuten, wenn so ein Erstkurs danach wieder komplett abverkauft wird, da muss man erstmal sehen, was los ist. Und eine Menge Trader sind auch auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Aber das gucken wir uns gleich mal noch an. Ich habe nämlich gestern Abend hier im Büro mit einem Trader gesprochen, mit einem County Manager, der auch ein bisschen selbst auch tradet, und er hat den Sentiment Index mir gezeigt, auf den er Zugriff hat sozusagen. Und da hatten wir gestern Abend hier drüber gesprochen, im britischen Pfund US-Dollar. Ich zoome das mal ganz kurz klein. Auch hier natürlich dieses riesen Gap nach oben an dieser Stelle. Das Trading, das hier drüben, brauchen wir nicht. Aber was ich da sagen möchte, ist an dieser Stelle, wir hatten gestern hier sozusagen drüber gesprochen, was hier passiert. Kurzen Augenblick, ich will das mal kurz ausschalten. Der Stereo-Trader, der tut mir gerade nicht den Gefallen. So, da haben wir es. So, jetzt. Ah, da haben wir es. Sehr schön. Also, was wir hier an dieser Stelle sehen, sind einfach zwei Sachen. Zum einen natürlich dieses gigantische Gap. Das ist die eine Seite, ja. Ich möchte aber noch mal kurz hier an dieser Stelle auf die gesamte Chart-Situation zu stehen kommen, weil wir haben ja allesamt, wie wir hier sitzen, den Ausbruch auch sozusagen im Cable miteinander besprochen, wo ich gesagt hatte, schaut euch mal hier im kleinen Bereich diese schöne Schulter-Kopf-Schulter-Formation an. Hier haben wir es gesehen, Schulter, Kopf, Schulter, diese schöne SKS, und dann ist der Markt einfach zack oben drüber gegangen und hat das Ganze nach oben aufgekauft. Das ist eine schöne Sache aus dem Tageschart. Aber wir hatten ja jetzt gestern auch das Thema Brexit bzw. das Thema der Wahlen. Was ich gestern Abend mit dem Trader hier besprochen hatte, deswegen gehe ich hier einfach mal auf die Live-Situation ein, weil das sind so die Dinge, die kommen immer wieder vor. Und immer wieder vorkommen heißt, wir sollten uns als Trader merken, was der Markt in bestimmten Situationen macht. Und ich hatte gestern mit Giuseppe gesprochen und Giuseppe hat mir gesagt, Mike, komm mal her zu mir, ich muss dir mal was zeigen, weil wir hatten ja gestern das Thema Brexit auch im Büro hier gehabt. Und er sagte zu mir, hier, guck mal, was ich habe. Ich habe hier so ein Tool, er hatte dort einen Sentiment-Index sozusagen über die privaten Trader, was die so machen. Und der Sentiment-Index, der war ganz klar scharf. Ich glaube, der stand bei 98 oder 95 in diesem Bereich auf dieser Seite. Und wir haben uns dann zusammen den Chart entsprechend auch angeschaut, und zwar den kurzfristigeren Chart. Das heißt, wir sind hier in den Stundenchart gekommen. Und das war sozusagen gestern Abend hier der Fall. Und wenn wir einfach mal schauen, wo wir gestern Abend hier gestanden sind, wir sind hier unten in einem Bereich gewesen, ich skizziere das mal ganz kurz an hier, das hier unten, wir standen halt wieder mal unten in diesem wichtigen Bereich, den wir hier hatten. Das heißt, das ist so ein kleiner Supportbereich an dieser Stelle auch gewesen. Hier war auch noch eine wichtige Marke, ein Tief gewesen. Das ist alles das, was wir gestern gesehen hatten, und er hatte halt diesen Index, diesen Sentiment-Index, und der war ganz klar, die privaten Trader haben allesamt verkauft. Ja, wir haben uns dann unterhalten, da habe ich ihm gesagt, Giuseppe, weißt du was das für mich bedeutet? Ich weiß an so einer Stelle, wenn die Trader so einen Chart sehen, der Markt hier unten drunter auch droht durchzubrechen, und die gucken auf den Sentix-Index und die schauen, sie verkaufen alle, dann macht der private Trader häufig das Gleiche. Er verkauft an so einer Stelle, einfach weil er sagt, wenn alle verkaufen, ja, dann kann ich ja keinen Fehler machen, wenn ich auch verkaufe. Nur, ich habe dann zu Giuseppe gesagt, Giuseppe, überleg doch mal von der anderen Seite her, was bedeutet denn so ein Sentix? Was bedeutet denn das, was dort steht, wenn der im extrem überverkauften Bereich ist? Stell dir doch mal die Frage, wie kommt der da hin? Und dann hat er zu mir gesagt, na, alle verkaufen. Ich sage, genau. Und was bedeutet, wenn der bei 100% ist? Das heißt, wenn 100% steht, dann haben ja schon eigentlich alle verkauft, die verkaufen wollten. Das heißt, die Frage, die Logik, die dort dahinter steht, ist einfach, wer soll denn jetzt noch verkaufen? Ja, das heißt, habe ich denn jetzt in so einem Markt tatsächlich noch so viel übrig, dass der Verkaufsdruck weiter aufrechterhalten wird oder nicht? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn schon alle verkauft haben, dass wir dann weiterfallende Kurse sehen, die ist deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass die Käufer in den Markt kommen und den Kurs nach oben bewegen. Und das ist so ein Thema. Und deswegen haben wir gestern Abend auch darüber gesprochen, da habe ich zu ihm auch gesagt, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, hier in so einer Situation noch short zu gehen. Ich würde gucken, was der Markt hier unten macht. Ja? Wenn er das Ganze bricht, würde ich einen Rücklauf abwarten und dann den nächsten Schub nach unten mit reinnehmen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit viel zu gering ist, dass wir deutlich weiterfallen. Dann kam es gestern allerdings noch zur Wahl. Das muss man immer noch mit im Hinterkopf behalten. Und die Wahl hat halt einfach gezeigt, okay, der Markt ist da total anderer Meinung. Dann haben wir den Abprall auch nach oben hin gesehen. Also an dieser Stelle, seid da vorsichtig, wenn der Sentix solche Sachen sagt. Und wir sehen es jetzt hier in diesem Bereich. Es ist auch hier im Cable, im britischen Pfund, sehr, sehr interessant, was wir sehen. Und für mich, aus meinen Augen, der Punkt, auf den ich jetzt schaue, ist wirklich, was passiert hier unten in diesem Bereich? Wir haben dieses starke, starke Gap gehabt, und für mich ist jetzt eins auch interessant, wenn ich mir diesen Chart anschaue und ich müsste eine Handelsentscheidung treffen, was ich machen wollen würde im kurzfristigen Bereich. Hier, genauso wie ich das gerade auch im britischen Pfund, Schweizer Franken gezeigt habe, was für mich jetzt sehr, sehr interessant ist,
ist einfach diese Seite hier unten. Wir haben dieses starke Gap oben gehabt und wenn dieses Gap sozusagen, sage ich, Richtung geschlossen wird, dann haben wir ja den Abverkauf. Das heißt, hier unten ist es wichtig zu sehen, kommt hier in diesem Bereich, an diesen Tiefs, kommt hier Stärke rein oder tatsächlich Schwäche. Und wenn die Schwäche reinkommt, dann haben wir eher die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach unten läuft. Das heißt, dort würde ich ganz klar den Fokus nach unten hinlegen, wenn wir deutlich nach unten reinkommen. Ansonsten, die andere Seite ist natürlich hier die Oberseite. Das heißt, wenn der Markt wieder anfängt hochzudrehen, auch im kurzfristigen Bereich, dann ist es natürlich interessant, hier mal etwas Richtung Oberseite zu machen. Wir haben also hier auch einen sehr, sehr volatilen Markt und das kann man sich auch sehr, sehr schön in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Guckt euch das Ganze mal an. Hier war die Kurslücke die große, dann hier die erste Öffnung, dann sind wir hoch gelaufen. Seitdem korrigiert der Markt seitwärts, läuft jetzt so ein bisschen was oben drunter, unten drunter und wenn sich das Ganze hier wieder nach oben aufbäumt und wir tatsächlich den Schub nach oben über die Hochs bekommen, dann haben wir eine Trendfortsetzung nach oben und dann kann man durchaus den einen oder anderen Long an dieser Stelle wagen. Ansonsten, wie schon gesagt, ist es wichtig, bricht er hier unten drunter, also wenn der sich hier gar nicht sammelt, diese Range, die hier auch gebildet wird, tatsächlich nachhaltig nach unten gebrochen wird, dann sehen wir den Kurs mit einer guten Wahrscheinlichkeit eher erstmal ein bisschen runtergehen auf dieses Gap Close hier an dieser Seite. Das Ganze hier nochmal im Tageschart gesehen, wir sind halt auch mit dieser Kerze in einem wichtigen Widerstandslevel angekommen, das hatte ich ja bei der Handelsidee auch besprochen, wir sind jetzt hier, schaut mal, wir sind jetzt hier in dieses Hoch von 2019 reingelaufen, da oben kommt erstmal auch gar nicht so viel, das heißt, hier müssen wir schon mal in die Woche reinschauen, damit wir ein bisschen mehr Historie sehen und da sehen wir, wie viel Luft hier oben auch drinnen ist und dieses starke Gap, was hier gerissen worden ist, es ist schon gut möglich, dass wir zum Wochenabschluss einfach auch mal ein paar Gewinne vom Tisch nehmen und den Markt etwas nach unten laufen sehen. Das würde mich an dieser Stelle überhaupt nicht wundern. Und wo wir beim britischen Markt sind, bevor wir auf die Indizes hier gehen, auf die großen Indizes, die US-Indizes und auch den deutschen Index, möchte ich in diesem Zusammenhang auch gleich nochmal den UK-Markt mit beleuchten. Das heißt, hier haben wir den UK-Markt ja auch gesehen, in den letzten Tagen etwas angestiegen und jetzt ist hier auch das Thema Ernüchterung mit da. Der Markt ist sozusagen vom Hoch gestern erst einmal ein Stück weit nach oben gelaufen, jetzt verkauft er so ein bisschen was weit ab, aber wir sehen es, hier oben war ein Deckel drauf und der Markt lief jetzt hoch und jetzt haben wir hier ein bisschen Ernüchterung erstmal und auch hier an dieser Stelle wird es relativ interessant zu sehen, was macht der Markt denn jetzt hier am Tageshoch, bekommen wir da Schwäche rein oder laufen wir komplett wieder runter? An dieser Stelle, da macht es schon Sinn, wenn wir an dieser Stelle oder an diesem Punkt einfach auch nochmal in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen und das Ganze uns hier mal zum Beispiel im Stundenchart betrachten und da sehen wir es halt hier. Wir sind sozusagen im Stundenchart runtergeklatscht, jetzt ist das Gap geschlossen und wenn wir jetzt tatsächlich weiter den Markt nach unten laufen sehen, dann haben wir hier eher die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal in Richtung Tagestief laufen und der Markt möglicherweise dann wieder in Richtung der großen übergeordneten Vordynamik auf Tagesbasis läuft. Das heißt, dass wir hier unten in diese tieferen Marker reinlaufen, hier in Richtung dieses Support bei knapp 7100 Zählern hier unten, da ziehe ich einfach mal eine Marke runter, hier hat der Markt ja schon ein paar Mal angehalten, die Wahrscheinlichkeit ist dann schon gegeben, das Ganze wird sich jetzt im kurzfristigen Bereich, denke ich, auch entscheiden, also hier auch heute, wer das Ganze anpacken möchte, sollte da die kleineren Zeiteinheiten anschauen, das heißt, wir gehen mal eben in die 5 Minuten und da sehen wir es hier in den 5 Minuten, das war das Gap gewesen und dann hat der Markt schön nach oben getrendet, hier, das schön nach oben gelaufen und jetzt hier ist ein wichtiger Supportbereich auch in der kleineren Zeiteinheit, also dieses Level, was wir hier in diesem Bereich so haben, wenn wir das nachhaltig nach unten durchbrechen sollten, dann haben wir eher den Markt nach unten laufen und dann können wir uns zur Unterseite ein bisschen orientieren hier Richtung Tagestief. Das hier im britischen Index, das Kürzel hier UK100 und damit bleiben wir noch bei den Indizes an dieser Stelle und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an hier, was der DAX macht, beziehungsweise was die US-Indizes an dieser Stelle machen. Das Ganze allerdings bitte nicht im 5-Minuten-Chart, sondern wir schauen uns das Ganze mal in der Stunde an und hier sehen wir, was der DAX die letzten Tage auch gemacht hat. Wir sind sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Das heißt, jetzt muss ich kurz gucken, genau, das ist der Tageschart, den wir haben. Wir haben es gesehen, wir sind schön nach unten gelaufen. Wir haben hier unten ein bisschen korrektive Phase gemacht, auch auf dem etwas größeren Bild der Stunde. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier das Bild vervollständigen, das heißt hier schön nach unten in die Korrektur reingelaufen und dann sehen wir es, jetzt hat der Markt wieder seine Haupttrendrichtung nach oben aufgenommen. Wir sind jetzt schon über die Marke von 13.300 Punkte
raufgelaufen. Wir haben im Tageshoch, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir gewesen sind. Wir sind im Hoch bei 13.456 gewesen. Das heißt, wir nähern uns so Stück für Stück diesen alten Hochs hier oben an. Hier diese Marke von 13.000, knapp 600 Zählern. Das ist ja das Allzeithoch im DAX und das ist die Marke, die wir jetzt aktuell im Fokus haben. Ich bin mal gespannt, was dort oben passiert, ne? Aber schön zu sehen, dass wir vorher, bevor wir diesen Auflauf bekommen haben, natürlich hier noch eine kleine Korrektur gesehen haben. Da konnte der Markt mal so ein bisschen durchatmen an dieser Stelle. Ja, und das ist das, wo wir sehen, die Bullen sind im DAX auch wieder sehr, sehr aktiv. Wenn wir uns mal diese Wochenkerze auch anschauen, die ist doch schön dynamisch nach oben gelaufen. Jetzt zum Wochenabschluss bleibt es natürlich sehr, sehr spannend, was der Markt hier macht. Ob er erstmal abverkauft, das heißt, dass die Gewinne zum Wochenende hin mitgenommen werden oder ob es nach oben läuft, das Ganze werden wir sehen. Interessanter Marker ist hier das Tagesschluss bzw. das Tagestief von heute im Kurzfristbereich. Jetzt sind wir ja gerade mitten in dieser Kerze. Das sieht man sehr schön, wenn man sich den Stundentrend mal anschaut. Ich zoome das mal ganz kurz zusammen hier an dieser Stelle. So. Das war also der letzte große Auflauf und wenn wir uns mal diese Tageskerze anschauen, das sehen wir halt relativ gut, dass wir da ein Stück weit in die Korrektur jetzt reinlaufen und da ist es halt wirklich interessant zu sehen, hier unten hatten wir in diesem Bereich das Tagestief, ich zoome das mal kurz ein bisschen größer, da kann man es ein bisschen besser sehen. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, der Markt hat halt diesen kleinen Bewegungstrend erst einmal gebrochen und wie schon gesagt, wenn wir nach unten laufen sollten, dann wird es hier unten interessant, was der Markt an dem Tief macht. Die Marke von knapp 13.300 Zählern ist ja auch eine psychologisch wichtige Marke und nach unten hin haben wir im Kleinen halt auch noch ein paar Anlaufpunkte, wenn wir es hier sehen. Hier haben wir ein Zwischentief und hier dann die Marke von 13.300 Zählern. Das zur Unterseite hin, das ist auf alle Fälle erstmal ein Zeichen, dass wir hier drüber gelaufen sind, aber wie schon gesagt, die Bullen sind hier nach oben hin weiterhin eher aktiv und das heißt, wir sollten eher die Oberseite priorisieren, um den Markt nach oben zu traden. Aber who knows, what will happen? Wir sollten die Short-Seite auch immer auf der Ohr haben. Gerade die kurzfristigen Trader, für die ist das natürlich interessant, dort in die kleineren Einheiten reinzugucken. Im großen Bild sind die Bullen an der Macht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an den US-Indizes an. Hier, ich freue mich immer noch darüber, wie gut wir auch das Timing hier gehabt haben. Schaut euch das mal an. Wir haben die erste initiale Position für das Ganze, für den ganzen Aufwärtstrend hier unten in diesem Bereich gehabt. Wartet, ich mache das mal ganz kurz rein. Also hier, das war dieser Bereich, den wir hier live in dem Webinar besprochen hatten. Da hatten wir gesagt, das ist jetzt hier die Kontraktion unter diesem wichtigen Level hier oben. Und dann kam schön der Ausbruch, das wir sehen es hier unten. Das war die Marke von 2.900, knapp 70, 80 Trader, Zähler in diesem Bereich. Und da sind wir doch schön nach oben gelaufen. Auch hier haben wir eine schöne Korrektur gesehen in diesem Markt hier, schön zurückgesetzt. Und jetzt sind wir raufgelaufen, auch auf die Allzeithochs. Natürlich kauft der Markt auch gerade die guten Nachrichten, die wir gerade auch um das Thema des Brexit bekommen. Von der Seite her das Ganze sehr, sehr interessant zu sehen. Die Bullen hier auch wirklich weiter schön am Vormarsch. Und wir sehen es hier in den USA, die Märkte schreiben neue Allzeithochs. Das Ganze sehen wir hier auch im US30, das heißt im Dow Jones. An dieser Stelle sehen wir auch schön der Aufwärtsschub, wir sehen es hier genau wie im S&P 500, hier das kurze Verharren sozusagen unter dieser wichtigen Marke hier oben und dann kam der Schub nach oben, das Ganze schön langfristig auch zu sehen, hier der Ausbruch und es ist auch immer wieder schön, wie wir kleine Trading-Möglichkeiten in diesen Indizes, in den US-Indizes bekommen, hier beispielsweise der kurze Rücksetzer, hier diese kleine untergeordnete Aufwärtstrend gebildet, das sind immer wieder Marker, die sind sehr, sehr schön zu sehen, wo wir sehen, der Markt kauft momentan eher das Ganze schön nach oben und das sind auch interessante News, die wir hier an dieser Stelle auch bekommen. Bisschen interessant fand ich, was im Währungspaar Euro-US-Dollar momentan passiert. Das mag aber auch ein bisschen der Sache geschuldet sein, dass die FED gesagt hat, mal sehen, wann wir das nächste Mal die Zinsen anfassen. Also so ganz klar, wie die Zinssenkung weitergeht, ist es nicht. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal eine etwas längere Periode kommen, wo wir keine Zinssenkungen sehen. Heißt also hier, wir gucken uns mal kurz das Währungspaar Euro-US-Dollar an. Das Ganze allerdings bitte ich diesmal im etwas größeren Bild zu sehen. Wir sehen es hier, wir haben eine wichtige Marke gestern auch oder beziehungsweise heute Nacht rausgenommen. Wir sind hier über ein wichtiges Level drüber gelaufen, hier oben über die Marke von 1, oder wir sind sogar auf 1,12 oben angelaufen im Hochbereich. Das hatten wir hier an dieser Stelle schon einmal markiert gehabt und das ist natürlich interessant zu sehen, wie schön auch diese Aufwärtsdynamik momentan den Markt nach oben bestrebt, nach oben bringt und dass wir hier, auch wenn das ganz, ganz große Bild im Euro abwärts gerichtet ist, dass wir hier mit diesen kurzen Schwüngen nach oben, dieser Trend, die sich hier gebildet hat, auch immer wieder schöne Handelsideen finden.
finden. Wenn wir uns das Ganze in der Woche mal anschauen, ist jetzt natürlich auch weiteres Potenzial da, hier den letzten Schwung, das Hoch hier oben, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das ist ohne weiteres möglich, ohne diesen ganz großen Abwärtstrend zu brechen, möglich hier oben in die Marke, um die 1,14 reinzulaufen. Das ist das, was wir hier drüben sehen. Hier das letzte Korrekturhoch der Woche sozusagen. Das wäre ohne weiteres möglich. Und da ist es jetzt halt sehr, sehr interessant, was der Markt hier oben macht, ob er dieses Level mitnimmt oder ob er es nochmal antestet und dann wieder nach unten dreht. Das werden wir sehen in den nächsten Handelstagen bzw. Wochen. Das zum Euro-US-Dollar an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen zurück auf die Nachrichtenseite. Ich hatte ja vorhin auch avisiert, wir hatten diese Woche die Sitzung von der Europäischen Zentralbank und der FED. Und da gehen wir einfach kurz mal auf das rauf, was die entsprechenden Zentralbanken auch offiziell reingegeben haben. Und wir sehen hier beispielsweise hier an dieser Stelle mit dem Blick in das FED-Protokoll, was die FED hier macht. Die guckt nämlich ganz genau auch auf die Daten, die wir beispielsweise aus dem B-Stock aus den USA bekommen. Die gucken ganz genau, was macht denn der Arbeitsmarkt, wie entwickeln sich die Löhne, wie entwickelt sich die Inflation, um sich hier draus sozusagen eine Meinung zu bilden. Und etwas sehr, sehr Wichtiges haben wir hier gelesen. Wir sehen es hier in diesem Absatz hier drin auch stehen, dass der Markt weiterhin, der Jobmarkt weiterhin sehr, sehr strong, also sehr, sehr stark an dieser Stelle ist. Die Wirtschaft ist weiterhin am Wachsen in einer moderaten Geschwindigkeit und die Job Gains, also die Wachstumsrate der neu geschaffenen Stellen, die ist auch recht solide. Und das sind halt alles Punkte, wo die Zentralbank einfach sieht, okay, es ist alles in Ordnung, das passt soweit, die Rate hier, die Unemployment Rate, also das heißt die Arbeitslosenrate, ist weiterhin niedrig geblieben und die Ausgaben der privaten Haushalte, die steigen auch weiter an. Das ist sehr, sehr interessant. Auch ein interessanter Marker zur Zinsseite ist interessant gewesen. Und zwar hier hat man gesagt, dass die Inflationsrate sozusagen hier für die Güter, die beobachtet werden, unter 2% ist. Und die FED hat ja auch das Ziel, die Rate hier in diesem Bereich um die 2% zu halten. Und das sind alles die Dinge, die wir hier daraus auch wirklich sehen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir auch gehört, dass die FED sehr, sehr genau darauf schaut, was an den Märkten passiert, was die Wirtschaft macht, wie sich die Löhne entwickeln, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wie sich auch die Wirtschaft entwickelt. Und sie fühlen sich in den jetzigen Dingen, die sie getan haben, erstmal so weit bestätigt, dass sie sagen, wir brauchen jetzt keine Zinsänderungen zu machen. Und das sind Fakten, wo wir auch erstmal sehen, wir werden wahrscheinlich gleich Anfang des nächsten Jahres keine neuen Zinssenkungen sehen, weil einfach die Wirtschaft relativ stabil ist und mit diesem Umfeld, was wir aktuell haben, doch auch relativ gut zurechtkommt. Das ist das, was hier Herr Powell entsprechend in der Pressekonferenz auch gesagt hat. Und dann schauen wir uns das ganze Bild nochmal an seitens der FED. Das sieht dort hier an dieser Stelle ganz, ganz anders aus. Also hier bin ich auch mal draufgegangen auf die entsprechenden Daten, die wir aus der Pressekonferenz beziehungsweise der Meldung für die Öffentlichkeit bekommen haben. Und hier sehen wir es an dieser Stelle auch, was hier entsprechend in den Blickpunkt geraten ist. Wir haben hier keine Zinsänderung gesehen, heißt an dieser Stelle halt, es wurde nichts verändert. Der Leitzins ist weiter bei 0,5%. Der Zins für die Banken bleibt weiterhin bei minus 0,5%. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt, dass die Zentralbank aktuell nicht sieht, dass die Wirtschaft sich in eine Richtung entwickelt, dass wir halt in Richtung des Ziels der EZB kommen, dass die Inflation bei 2% ist. Das heißt, die Message, die wir hier nach Hause mitnehmen können, ist, dass die Frau Lagarde genau das Gleiche macht wie der Herr Draghi. Das heißt, sie schaut ganz genau, dass der Markt gerade billiges Geld braucht. Wir haben die Anleiheprogramme am Laufen oder das Anleiheprogramm am Laufen, um den Markt zu stützen, um die Liquidität zur Verfügung zu stellen und die Zinsen auf relativ niedrigem Niveau zu halten. Das heißt, an dieser Stelle ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gut gegeben, dass wir halt auch in den nächsten Jahr zumindest gewisse Schlüsselfaktoren auch weiterhin haben. Das heißt, wir haben die USA weiterhin als relativ starke Wachstumsfahrt. Wir wissen, dass wir in Europa mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine niedrige Zinsrate haben. Wir sind jetzt an einer Stelle allesamt schlauer. Das Thema Brexit ist durch. Es ist jetzt nichts mehr, was wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, sondern wir wissen halt genau, zum 31. Januar wird das British Empire die EU sozusagen verlassen und an dieser Stelle hier sozusagen da
Klarheit geschafft haben und das Thema Brexit ist da nicht mehr da, jetzt sind Fakten da und jetzt kann die Wirtschaft sozusagen sich genau um diese Fakten an dieser Stelle kümmern. Das sind wichtige Sachen und beim Thema Handelsstreit zwischen China und den USA, da sieht es ja aktuell auch so aus, dass es wirklich, es gibt zumindest Gerüchte, ja? Man muss ja immer sehen, ob sich diese Gerüchte dann bewahrheiten, aber so wie es ausschaut, sieht es so aus, dass wir doch möglicherweise in diesem Jahr doch noch so einen Vorvertrag zwischen China und den USA bekommen, also das bleibt auch positiv zu betrachten und der Markt bewertet es ja auch recht positiv. Das sehen wir ja an den aktuellen Kursentwicklungen, das also hier an dieser Stelle zu den wichtigsten Nachrichten. Und dann hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal kurz darauf eingehen, wie ich von meinen Handelsideen zu einer Trading-Idee komme. Wahrscheinlich werde ich dazu auch nochmal ein ausführliches Webinar sozusagen machen, dass man sieht, wie sozusagen die Analysen dazu genutzt werden können, in den Bereich der Tradings dann zu kommen. Ich habe da gestern mit der Elena auch drüber gesprochen. Es ist einfach so, die Analysen, die wir hier an dieser Stelle erstellen, beziehungsweise die gebe ich heraus, um einfach, sagen wir mal, das Research ein bisschen zu vereinfachen, weil wir haben ja hier über 80 Assets, die wir traden können. Und das ist natürlich in meinen Augen auch gar nicht so einfach, hier jedes einzelne Asset immer anzuschauen. Und hier blicke ich einfach jeden Morgen auch drauf, was die Märkte machen. Und die grobe Chartanalyse, die ich hier mache an dieser Stelle, ist halt auch ein ganz normaler, klassischer Vorgang in der aktuellen oder klassischen Marktvorbereitung sozusagen. Und das sind halt interessante Level, die ich hier immer raussuche. Das heißt, Bereiche wie Widerstände oder Unterstützung, die ich hier rannehme, wo wir dann auch einfach sehen können, wie kann es denn hier entsprechend weitergehen. Lasst uns da einfach mal kurz auf die Handelsidee zurückkommen, die wir hier vor einer Weile schon besprochen haben, im S&P 500 hier an dieser Stelle. Das hatte ich ja gerade bei der Besprechung des Marktes schon mal gesehen. Und da gehen wir einfach mal auf zwei Stellen ein. Zum einen die Initialzündung, die wir hier gemacht haben. Also hier, das, was ich jetzt an dieser Stelle hier miteinander bespreche, das ist wirklich, ich habe diesen Trade in meinem Portfolio auch immer noch am Laufen. Und das ist tatsächlich so. Wir haben hier an dieser Stelle, in diesem grün markierten Bereich, haben wir miteinander gesprochen und wir haben einfach gesagt, okay, wir haben diesen Chart an dieser Stelle analysiert, im Tageschart wohlgemerkt, ne, haben wir das Ganze gemacht, ich suche es mal ganz kurz zusammen, wo wir die große Situation beleuchtet haben. Und wir haben es gesehen, hier an dieser Stelle hatten wir ja doch Mitte des Jahres einen massiven Rutsch nach unten. Das heißt, hier ist auch mal dieser starke Aufwärtsschub, den wir in den Wochentrends oder auch in den Monatstrends gesehen haben, der ist hier ein ganzes Stückchen nach unten korrigiert worden. Was haben wir aber trotzdem gesehen? Wir haben im langfristigen Bild hier unten, kann ich einfach mal eine Linie drunter ziehen, wir haben weiterhin steigende Tiefkurse gesehen. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Und das Zweite, was sehr, sehr interessant an dieser Stelle war, war die Tatsache hier, da war das alte Allzeithoch da oben. Wartet mal einen kleinen Augenblick. So, also hier, na, das will nicht hin. Hier an dieser Stelle hier unten, da war das alte Allzeithoch. Und der Markt ist hier einmal rangelaufen und wieder abgeprallt, nochmal hochgelaufen und dann hat er sich hier unten drunter gesammelt. Und da hatten wir einfach an dieser Stelle, an dem Tag, an dem ich das Ganze hier auch besprochen hatte, im kurzfristigen Bereich ein paar interessante Marker, nämlich die Marker, wo wir gesagt haben, okay, schaut mal hier drüben, da haben wir doch ein paar Hochs liegen, ein paar Zwischenhochs, die wir durchaus anlaufen könnten, wo der Markt, wenn er hier oben drüber läuft, stärker einfach zeigt. Und da haben wir gesehen, in diesem Bereich ist die Stunde doch schon angefangen, schön nach oben zu traden. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob wir die Stunde überhaupt noch dahin bekommen, wo das gewesen ist. Ja, so ein kleines bisschen. Aber das ist genau das, was ich gesehen habe. Schaut, wir hatten hier an dieser Stelle, hatten wir die kleinen Hochs gehabt. So, und das war halt jetzt wirklich interessant. Damals hatte ich auch gesagt, wenn wir hier tatsächlich drüber laufen, wäre das dann die Bestätigung, dass das kleine Bild nach oben strebt. Und dann haben wir erst einmal das Allzeithoch in Sicht. Und wenn wir das oben überbrechen, dann haben wir sozusagen die Fortsetzung dieser großen Trenddynamik, die wir auf dem Wochenchart bzw. Monatschart auch gesehen haben. Das wird damit dann eingeläutet. Und hier haben wir es auch gesehen. Der Markt ist stabil drüber gegangen, hat noch ein kleines Stück korrigiert und dann ging es einfach straff nach oben an dieser Stelle. Also das, da haben wir gesehen, da kam direkt Stärke in den Markt rein und das sind die Momente, wo ich dann sage, gut, jetzt geht es für mich aus den kleineren Zeiteinheiten rein in das große Bild, was ich in den klassischen Analysen mache. Das war das eine, das war die initiale Position. Ich habe mittlerweile die Position verdoppelt an dieser Stelle. Warum habe ich das gemacht? Da gehen wir jetzt nochmal zurück in den Tageschart und auch hier das Thema in den Analysen mit besprochen und zwar
der Markt hier unten. Seht, hier hatten wir diesen schönen initialen Trend nach oben. Hier das Ganze noch einmal in dieser flachen Range sozusagen als Initialzündung für den Ausbruch auf neue Hochs. Und dann haben wir es gesehen, der Markt hat hier so ein bisschen getrendet. Und hier sind wir dann in eine etwas tiefere Korrektur gegangen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal kurz auf der Woche anschauen, das war hier der Punkt, als wir hier in der Woche doch mal ein ganzes Stück nach unten gelaufen sind. Und dann kam aber plötzlich wieder Stärke in den Markt. Das war die Umkehr, die wir hier gesehen haben. Hier kam der Peak nach unten, hier der Rücklauf und da hat die Stunde schon angefangen rumzudrehen. Und das ist auch etwas, das sehen wir hier an diesen Stellen immer, immer wieder, wo wir nach unten laufen und wo ich meinen Tradern, die auch bei mir in den Ausbildungen sind, immer wieder sage, Leute, wenn ihr so einen Markt seht, macht euch bitte auch Strategien, wenn die Korrektur kommt, was ihr in der Korrektur macht, um eure Position neu aufzubauen oder was auch immer ihr vorhabt. Bitte macht einen Plan und sagt nicht nur, wenn der Markt korrigiert, gehe ich dann irgendwann wieder long rein. Das wird in aller Regel nicht funktionieren. Deswegen schauen wir hier rauf. Und hier beleuchten wir diese Situation jetzt mal in der nächsten Handelsidee. Und zwar gehen wir hier schön wieder in den Stundenchart rein. Tiefer müssen wir hier für die grundlegende Handelsidee überhaupt nicht kommen. In der Stunde, jetzt gehen wir mal in diese Situation hier drüben zurück, hier, da war die Korrektur, genau, diesen Punkt haben wir ja gehabt, das heißt, der Markt ist hochgelaufen und hat dann hier sozusagen nach unten korrigiert, hier, und hier die alten Tiefs erstmal rausgenommen, dass der Bewegungstrend gebrochen wurde, also als wir hier drunter gelaufen sind, ist ja der Bewegungstrend ja definitiv rausgenommen worden, erste Schwächezeichen hatten wir hier oben, das war aber jetzt nicht relevant für die Long-Richtung. Was dann relevant für die Long-Richtung gewesen ist, ist die Tatsache, schaut euch das mal an. Wir sind hier nach unten reingelaufen und hier hat der Markt plötzlich angefangen, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Und das ist die interessante Geschichte. Das war für mich auch die Initialzündung, hier wieder reinzugehen. Und meine zweite Position in diesem Bereich, die habe ich hier oben aufgebaut, um die 1325 habe ich die Position hier entsprechend eröffnet. Warum habe ich sie eröffnet? Folgendermaßen. Auch das möchte ich an dieser Stelle mal kurz skizzieren. Hier, das hier. Das war sozusagen der abwärts laufende Trend innerhalb dieser Korrektur. Das heißt, die Grundlage ist da schon mal gewesen. So, das war also sozusagen der Trend, der nach unten lief. Und dieses Level hier oben an dieser Stelle, das war halt das aktuelle Trend hoch. Und wenn das gebrochen wird, siehst du halt, dass die Korrektur definitiv zu Ende geht. Und ich persönlich warte auch wirklich, bis dieses Level gebrochen wird, damit ich sozusagen an diesem Punkt nicht in die Falle trete, der Markt oben dran korrigiert und dann wieder komplett nach unten tritt. Ich warte da einfach, auch wenn ich da manchmal Pech habe, etwas später in den Markt reinzukommen, aber das ist ja alles kein Problem. Heißt also, hier hat sich dann untergeordnet dieser kleine Aufwärtstrend gebildet, also den wir schön nach oben schwingen sehen. Der ist schön hier oben rangelaufen und dann haben wir es gesehen, kam hier plötzlich wieder Stärke rein. Und das hat mich dazu bewegt, die zweite Position zu eröffnen. Und das war das Umkehrsignal. Das heißt, das war genau die Strategie, die man hier beleuchten konnte an dieser Stelle, als wir diesen Rücksetzer auf Tagesbasis schon gesehen haben, als wir an diesem einen Tag die Kurse tief, das Tief dieser Woche markiert hatten und wir dann plötzlich angefangen haben, nach oben zu traden, nach oben zu trenden. Das war diese Kerze. Da habe ich das Achtungssignal bekommen und wirklich genau drauf geschaut, was denn jetzt die Stunde entsprechend macht. Und das war mal die Basis hier am Tagesschart und die Handelsidee, die sich daraus entwickelt hat, die sich für mich persönlich ergeben hat, wo ich gesagt habe, ich möchte hier gerne in die Long-Richtung traden, war dann tatsächlich das Indiz, unten raus zu traden sozusagen aus dieser alten Situation, wo sich hier dann schön dieser Aufwärtstrend gebildet hat. Und hier übrigens auch etwas, das ist für die kurzfristigen Trader sind solche Marker immer interessant. Hier drüber gelaufen, kurz der Rücklauf und dann bam, ab nach oben. Das ist für die kurzfristigen Trader interessant. Das heißt, das sind dann diese Kerzenhochs, wo wir dann in den 5-Minuten-Chart den Markt nach oben traden. Für die Swing-Trader unter Ihnen, die hier nebenberuflich das Ganze sehen, die haben natürlich die Tageskerze auch gesehen, die ich gerade gezeigt habe, wo der Markt nach oben gelaufen ist. Aber es ist oftmals nicht zu spät, weil oftmals sehen wir diesen ersten Schub nach oben. Dann kommt es zu einem Rücksetzer und der Rücksetzer hier an dieser Stelle, das möchte ich mal kurz in der Stunde an dieser Stelle auch markieren, hier an dieser Stelle, das war ja der Rücksetzer ins Ausbruchlevel sozusagen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Tageschart an und da werdet ihr sehen, warum wir hier diese Marker immer wieder mit im Blick behalten, damit auch jeder traden kann. Das heißt, die Trading-Ideen, die ich hier bringe, sind wirklich für jeden interessant, im kurzfristigen wie auch im mittelfristigen Swing-Trading. Schaut, wir sind hier hochgelaufen. Und dann kam der Markt zurück und hier hat er schön die Umkehrkerze gebildet. Und das sind doch schöne Marker, wo man einfach sagen kann, okay, wir gucken uns mal den Stundenchart an. Und wenn wir hier in der Stunde dann sozusagen den Rücklauf bekommen, das heißt, wer den Ausbruch nicht direkt traden konnte, der hat einfach gewartet.
Und der Rücksetzer kam auch. Wo hat er aufgesetzt? Schön im Ausbruchbereich und dann nach oben zu traden. Das sind dann interessante Marker, die die nebenberuflichen Trader auch immer wieder anpacken können. Und das sind dann auch die Situationen für den kurzfristigen Bereich an dieser Stelle. Also das mal ein kleiner, kurzer Einblick an dieser Stelle. Wenn das gewünscht wird, das könnt ihr einfach mal einfach hier schreiben in die Chats rein oder einfach per Mail über die Anschrift bzw. über die Ask the Expert auf der Website von Tickmill. Schaut es euch einfach mal rein. Das beleuchte ich gerne auch mal an dieser Stelle und das wird dann interessant sein, das zu besprechen. Heute ist die Zeit einfach auch schon zu weit fortgeschritten. Wir sind jetzt knapp eine Stunde dabei. Von der Seite her sage ich an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Dank für die Audienz heute auch wieder zum Freitag, für die lange Zeit. Diesmal Grüße von meiner Seite her aus Limassol, auch an, vom gesamten Team hier zurück nach Deutschland. Ich wünsche heute allen gute Trades und wir hören uns dann am Montag wieder sozusagen in der Vorweihnachtswoche. Pünktlich um 8.30 Uhr mit der aktuellen Marktbesprechung. Ich sehe zu, dass ich den Blogbeitrag, das heißt die Märkte am Sonntag auch noch durchscanne und die ersten Ideen dann auch gleich wieder in den Blog am Sonntagnachmittag oder Abend einstelle. Und dann können wir Montag wieder frisch und voller Energie zurück in die Märkte kommen. Für heute aber allen gute Trades. Schaut bitte auf den britischen Pfund. Da ist Volatilität wahrscheinlich gerade gut am Laufen. Und dann sage ich mal, tschüss, allen ein schönes Wochenende, danke für die Zeit, einen entspannten dritten Advent und bis Montag. Danke und tschüss.